Nach ausreichend selbstgebautem Rührei geht's also weiter über die Ranch. Heute ist einer der Tage, wo wir wirklich gutes Wetter haben, wenn wir mal schauen wollen. Das geht echt schlimmer. Meine Damen und Herren, nevertheless müssen wir uns heute mal wieder über Notfallvorsorge unterhalten, und zwar über das, was da letztes Wochenende bzw. letzte Woche an der Ostsee passiert ist. Denn es gibt da so ein paar Kleinigkeiten, die gehen mir so langsam richtig auf die Frikadelle, wenn ich ehrlich bin. Aber das erkläre ich euch gleich. Alter Schwede. Endlich wieder Mützenwetter, ey. Aber Kinders, darum geht es heute eigentlich gar nicht. Sondern wir müssen uns mal wieder über Notfallvorsorge unterhalten. Und das ist eigentlich gar nicht so richtig witzig. So, meine Damen und Herren, worum geht's? Letzte Woche hat ein Sturm über der Ostsee, an der Ostsee, die gesamte Ostseeküste einmal auf links gekrempelt und ausgeklopft. Und das ist schon einigermaßen schlimm genug. Aber das, was mich dabei so richtig auf die Palme bringt, das ist der Punkt, das ist die Aussage von sogenannten Experten. Und ich möchte euch da mal so ein bisschen mitnehmen, dass ihr versteht, warum ich gerade so... Wir gehen mal zurück zu dem Anfang von Corona. Wir gehen zu dem Punkt zurück, Pressekonferenz vom Robert-Koch-Institut. Es sprach der damalige Amtsleiter, der damalige Institutleiter des Robert-Koch-Instituts. Ich muss dazu sagen, das Robert-Koch-Institut ist bis zu dem Zeitpunkt dieser Pressekonferenz für mich, gerade was das Thema Infektionskrankheiten, Hygiene, Ausbreitung von entsprechenden Krankheiten angeht, für mich war das so und der Fels in der Brandung. Für mich war das wie der Leuchtturm irgendwo an der Küste. So, und ausgerechnet diese Institution, der Leiter zu dieser Institution kommt mit dem Spruch um die Ecke: Wir haben uns verrechnet. Warum hat sich dieser Spruch bei mir so wahnsinnig auf die Festplatte gebrannt? Das ist relativ einfach, meine Damen und Herren. Und zwar hat dieser Spruch eine Tastatur von mir auf dem Gewissen. Zu dem Zeitpunkt, als ich diese Pressekonferenz geguckt hatte, habe ich nennenswerte Mengen Kaffee im Gesicht gehabt. Und ich habe diesen Kaffee über meine Tastatur geprustet. Diese Tastatur ist nicht spritzwassergeschützt gewesen, wie ich dann gemerkt habe. Davon mal abgesehen, reden wir hier nicht von Spritzwasser, sondern ich habe das Ding im Grunde von meinem Schreibtisch gespült. Wir gehen mal in dem Zeitstrahl ein Hauch weiter. Wir gehen zur Katastrophe im Ahrtal. Die Schäden sind bis heute nicht vollständig beseitigt. Es gibt immer noch Ecken im Ahrtal, die sehen unfassbar, nach wie vor unfassbar katastrophal aus. Versicherungen, die nicht gezahlt haben, Kommunen, die nicht gezahlt haben, andere Institutionen, die vorher großartig ihre Hilfe und Unterstützung herbeigeföhnt haben, nicht so viel davon nachgeblieben, in manchen Ecken, nicht überall. Und auch da war die Kernaussage von sogenannten Experten: Wir haben uns verrechnet. Jetzt letzten Freitag höre ich Radio und höre so über die Auswirkungen, über das, was da an der Ostseeküste passiert ist, und verfolge das Ganze wirklich mit Spannung. Und dann kommt der Spruch der Sprüche aus dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, der da lautet: Wir haben uns verrechnet. Warum ich das Ganze so relativ entsetzt, möchte ich kurz dazu erklären anhand vom Beispiel des Robert-Koch-Instituts. Wie gesagt, ich war ein echter Fan davon.
Und ich habe auf dieses Institut sehr, sehr große Stücke gehalten, über Jahrzehnte. Was war passiert zur damaligen Damaligkeit? Es hat ein Wissenschaftler eine Formel mit Zahlen, Daten, Fakten gefüttert. Und zwar war das eine Formel, die zum Beispiel auch bei der Ausbreitung biologischer Kampfstoffe herangezogen wird und wo es einen mehrfachen Proof of Concept gibt. Also, dass diese Formel tatsächlich stimmt. Dieser Wissenschaftler hat diese Zahlen, Daten, Fakten in diese Formel eingegeben und das Ergebnis, das hat nicht jedem gepasst. Und irgendjemandem in dieser Hierarchie muss der Granatsplitter in den Schädel gefahren sein von das kann nicht stimmen. Und da begab es sich dann, dass an einer richtigen Formel so lange rumgefingert wurde, bis das Ergebnis von irgendjemandem dieser Damen und Herren Helden in das Tageskonzept passte. Oder zumindest ansatzweise. Nochmal, die Formel war vorher richtig. Es ist der Moment, wo bei bestimmten Persönlichkeiten das ganz eigene Ego zuschnappt. Es ist der Moment, wo sich bestimmte Persönlichkeiten über Mathematik und Wissenschaft stellen. Und Ego war und ist noch nie ein guter Berater gewesen. Noch nie, noch nicht ein einziges Mal. Und das, was mich dabei wirklich auf die Palme bringt, ist, dass das in allen drei Fällen bei Corona im Ahrtal und an der Ostsee Menschenleben gekostet hat. Und ein weiterer Punkt, der mich gewaltig auf die Palme bringt, ist, dass dieses Wir haben uns verrechnet auf dem Rücken von ehrenamtlichen Kräften ausgetragen wird. Wir haben also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch hier wieder eine Einsatzstelle, wo ehrenamtliche Kräfte, die verdienen damit kein Geld, nicht einen einzigen Rubel. Wenn die Glück haben, kriegen die einen Ausgleich bzw. werden die Kosten gedeckt durch die Heranziehung im Katastrophenschutz. Oder auch nicht. Und dann haben wir hier eine weitere Einsatzlage, in denen ehrenamtliche Helfer in einer Art und Weise verheizt werden, wegen wir haben uns verrechnet. Vielleicht bin ich der Einzige mit so einem fachlichen Granatsplitter im Kopf, aber das ist ein Punkt. Das wird irgendwie gerade nicht weniger. Leute, ich habe nichts gegen Fehler, ich habe nichts gegen den Human Factor. Ganz im Gegenteil, aus Fehlern lernen wir alle. Aber wenn vorher etwas richtig war und vorher einen mehrfachen Proof of Concept gegeben hat und jetzt heißt es mal, das kann nicht stimmen, weil irgendeine Blassbirne meint, sich von ihrem Ego leiten lassen zu müssen, da habe ich einen Punkt, da neige ich echt zu fachlichem Tourette, ganz ehrlich. Für die ganzen großkopferten Entscheidungsträger da draußen, die wahnsinnswichtigen in den Behörden, in den Organisationen, mit Sicherheitsauftrag, meinetwegen auch ohne, kommt mal ein bisschen dichter. Habt ihr geistigen E-Klappräder euch eigentlich mit dem Hammer gebürstet? Was ist in eurer präjuvenilen Grundverdrahtung so schief gelaufen, dass es heißt, wir haben uns verrechnet? Nochmal, ich habe nichts gegen den Human Factor. Ganz im Gegenteil, aus Fehlern lernen wir. Aber diese Fehler, meine Damen und Herren, die wären erstens vermeidbar gewesen und zweitens haben die Menschenleben gekostet. Und das Ganze wird ein Nachbeben nach sich ziehen, auch jetzt wieder. Alter Schwede. Leute, verrechnen könnt ihr euch beim Wocheneinkauf. Verrechnen könnt ihr euch bei eurer Wahnsinns-Master-Funktion, wie ihr die Lottozahlen vorhersagt. Verrechnen könnt ihr euch, aber da nicht. Nicht, was den Katastrophen- und Bevölkerungsschutz angeht. Da ist für wir haben uns verrechnet einfach keinen Spielraum. Das geht nicht. Das ist nicht tragbar, Ladies and Gentlemen. Das funktioniert so nicht. Unfassbar. Sag mal, das muss doch mehr Leuten geben, denen das auffällt, Himmel, Arsch und Zwirn.
Sag mal, was stimmt denn mit denen alles nicht? Davon mal abgesehen, dass im Ahrtal der dazugehörige Politiker, der für das Auslösen des Katastrophenalarms und für die Räumung der entsprechenden Gebiete zuständig war, dass der bummelig eine Stunde so überhaupt nicht erreichbar war. Also vielleicht habe ich da eine falsche Meinung oder so, aber ich persönlich bin auch der Meinung, dass derartige Tätigkeiten nicht in die Hand von Politikern gehört. Da gehören Leute hin auf derartige Posten, die derartige Ämter auch fachlich tatsächlich bekleiden können. Sich nicht irgendwie einen guten Freund, der irgendwann mal vor 40 Jahren in der Jugendfeuerwehr war, dazu holen, sondern ich meine Leute, die wirklich Ahnung haben. Ja, ich weiß, die wachsen nicht auf Bäumen. Aber so langsam müssen wir mal anfangen, den Daumen aus dem Gesicht zu nehmen. Denn wie ich finde, derartige Ereignisse werden mehr. Und ich habe so den ganz blöden Verdacht, dass uns langsam die Zeit wegläuft. Und wir haben für derartiges Verhalten, Gesamtschülerverhalten oder was, dafür haben wir echt keine Zeit mehr. Also vielleicht male ich da auch schwarz oder was, aber ihr könnt gerne mal Google herbeizitieren und euch mal angucken, was dieser Sturm da an der Ostseeküste tatsächlich alles veranstaltet hat. Es hat Gott sei Dank nur einen Toten gegeben, aber dieser eine Tote aus meiner Sicht, diese eine Tote sind aus meiner Sicht drei zu viel. So ein Mister, wir haben uns verrechnet. Da bin ich gespannt, wie du das den Hinterbliebenen dieser Frau erklärst. Vielleicht habe ich auch einfach nur eine gewisse Art von, nennen wir es Humorbehinderung oder so. Vielleicht habe ich auch als Kind nur zu dicht an der Hauswand geschaukelt. Das will ich gar nicht alles in Abrede stellen. Aber das sind irdische Kleinigkeiten. Das funktioniert den ganzen Tag nicht. Wirklich nicht. Aber es gibt auch andere Spiel- und Gangarten, andere Erlebnisse aus diesem Sturm. Da ist zum Beispiel mein Jurist beigegangen mit Freunden. Und die haben links und rechts neben sich, also erstmal haben sie den eigenen Keller leer gepumpt und dann die verschiedenen Keller der Häuser nebenan. Das haben sie gemacht mit einer sogenannten Flutbox. Da drin befindlich, also das ist im Grunde eine Eurobox, eine graue, so ein Eurokorb. Da drin befindlich ist eine Tauchpumpe, die mit 230 Volt funktioniert. Es ist ein C-Schlauch drin, ein Feuerwehrschlauch drin oder eine Art Feuerwehrschlauch, um das Wasser überhaupt wegzukriegen. Je nach Humor und Art und Variante ist der irgendwo so zwischen 15 und 30 Meter lang. Der für 30 Meter ist meistens der zum Beispiel auch auf Drehleitern gerne mal verwurstet wird. Und dann ist da, glaube ich, noch eine Leine dabei und eine Verlängerung, eine Kabelverlängerung. Und damit ist man beigegangen, hat so die verschiedenen Keller drumherum leer gepumpt. In dem Moment, wo irgendwann die Feuerwehr dazu kam, hieß es, habe fertig. Die hatten das Material gesehen, haben sich einen Kullerkeks gefreut, sind dann wenigstens noch auf was zu essen und zu trinken eingeladen worden und sind dann weiter in die Nacht gesegelt, um die auflaufenden Einsätze abzuarbeiten. In diesem Fall an die Damen und Herren der Feuerwehr im Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein. Danke für euren Einsatz. Bis zum nächsten Großen. Mach keinen Blödsinn nach draußen. Mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.